Nun, Trainer Bernd Patzke sagte vorher, dass in Fürth die Partie sehr ruppig, überhart gewesen sein soll. Und dann in der dritten Minute bereits ein Freistoß nach diesem Festhalten an Erich Bär von Hütter. Und dieser Freistoß wird von Paul Schönwetter getreten, einem von drei Mittelfeldspielern neben Bär und Eigel. Schiedsrichter der Begegnung, Herr Michel aus Augsburg. Und bereits in dieser dritten Minute das 1:0 für den TSV 1860 durch Andi Löbmann nach diesem herrlichen Kopfstoß. Chorus. Eigel. Und dann gibt es in dieser Szene Elfmeter. Schönwetter gegen Kastner. Und der vierte Torhüter hat Pech. Das 2:0 war perfekt. Eigel, der Regie führte, neben Kögel, bester Spieler auf dem Platz. Natürlich muss man auch Ete Bär nennen, den 37-Jährigen, den Kapitän. Wieder Eigel. Er blüht auf, wenn er endlich mal vor Zuschauern spielen kann. Und dann Chorus. Der 18-Jährige mit dem 3:0, ein Bilderbuchtor. Und Erich Bär verwandelt ihn in der 28. Minute zum 4:0. Das 12. Tor von Erich Bär. Er ist der beste Schütze bei den Löwen. Das 4:0 also. Und das alles nach 28 Minuten. Die Fürther demoralisiert. Jetzt spielt schon Hütter mit der Nummer 7 gegen Kögel. Aber sie können diesen 18-Jährigen, dieses Wirbelwind-Talent aus Penzberg einfach nicht bremsen. Und Löbmann mit seinem 11. Saisontreffer erzielt er das 5:0 in der 37. Minute. Herrlich gemacht nach dieser Ecke. Und er trifft den Ball eigentlich gar nicht richtig. Und er rollt und kullert über die Linie. Das 5:0. Der Halbzeitstand und im 60er Stadion war natürlich Stimmung. Und jetzt sehen Sie einmal, was dieser 18-jährige Kögel alles kann. Warum er nicht zu Unrecht von der ganzen Bundesliga gejagt wird. Das ist er. Er ist besser als Waas in diesem Alter, auch als Rummenigge möchte ich sagen, ein Riesentalent. Und er lässt sie alle leerlaufen. Und dann, wenn es nicht mehr anders geht, geht es zurück zur Eckfahne. Und dann sieht er Erich Bär. Und der in aller Ruhe gibt zu Eigel und der schießt. Und das ist ein Tor. Das muss eigentlich das Tor des Monats geben. Aber sie kamen auch zu ihrem Treffer. Und das macht sie sympathisch, dass sie nicht aufgaben, dass sie trotzdem spielten. Litz schießt also dieses 6:1. Sympathisch haben sie sich verkauft. Und noch einmal zum Abschluss dieser Ludwig Kögel. Die Zuschauer konnten im Bewusstsein nach Hause gehen, ein tolles Spiel gesehen zu haben. Und ab heute gibt es für 3 Autogramme von Rummenigge, 1 von Ludwig Kögel. Hoffentlich bleibt der Junge auf dem Teppich.